Der weiße Wolf. Ein König verirrte sich auf der Jagd in einem großen Wald, schweifte Tag und Nacht umher, ohne sich zurechtzufinden. Da begegnete ihm endlich ein schwarzes Männlein und sprach: Ich will dich wohl führen, wenn du mir das gibst, was dich zu Hause am ersten empfängt. Der König war's zufrieden, weil er glaubte, sein Hund werde allen vorausspringen. Als sie vor das Schloss kamen, war es aber sein jüngstes Töchterlein, welches den Vater zuerst empfing, worüber er gar sehr erschrak und ausrief: O, wollt ich doch, mein bester Hund wäre dir zuvor gekommen. Darauf erzählte er der betrübten Tochter alles, was ihm begegnet und was er versprochen, wobei das Männlein sie so liebevoll anschaute, dass sie Zutrauen fasste und ihren Vater tröstete. Beim Abschied sagte das Männlein: Nach 8 Tagen schicke ich dir mein Leibross, den weißen Wolf, und lass dich holen. Nach 8 Tagen kam auch wirklich ein großer weißer Wolf, die Königstochter setzte sich darauf, und fort ging's mit ihr bergauf und ab. Vom raschen Ritter aber ängstlich gemacht, fragte sie gar bald: Ist's noch weit? Weit ist zum gläsernen Berg, doch frag mich nicht, sonst werf ich dich ab. Da sie aber nach einer Weile wieder und wieder fragte, warf er sie ab und rannte davon. Allein stand sie nun im finsteren Wald und wusste nicht wohin, doch ging sie zu und dachte: Endlich werd ich ja doch zu Menschen kommen. Kam auch bald an die Hütte eines alten Waldmütterchens, welches, am Feuer sitzend, sich eine Hühnersuppe kochte. Auf ihrer Frage: Mütterchen, hast du den weißen Wolf nicht gesehen? Sagte die Alte: Ach nein, da musst du den Wind fragen, der streicht überall herum, doch iss vorerst und ruh dich aus. Beim Abschied gab sie ihr noch alle Hühnerknöchelchen mit, denn die werde sie noch gut brauchen können, und wies ihr den Weg zum Wind. Der wusste aber auch nichts, da er heute zu Hause geblieben, meinte aber, die Sonne, die ja alle Tage auf und unter geht, könne ihr sicher sagen, sie möge nur zu ihr gehen. Aber die Sonne bedauerte gleichfalls, nicht dienen zu können, da ihr tückische Wolken heute jede Aussicht versperrt, und auch außerdem der Wolf meist des Nachts umherlaufe. Verwies sie deshalb an den Mond. Doch der hatte seine Ferien und wusste so viel wie die anderen. So kam sie denn auch noch höchst betrübt zu den Sternlein, welche sie teilnehmend fragten, was sie denn eigentlich vom weißen Wolf wolle. Sie erzählte nun, wie er sie zum gläsernen Berg habe bringen sollen, sie unterwegs aber abgeworfen und davon gerannt sei. Ah, du wolltest wohl auf die Hochzeit des schwarzen Männleins zum Tanze gehen? Nun, da wollen wir dich schon hinführen. Sie hielten auch, was sie versprochen, und führten sie hin. Doch der Berg war so glatt, dass ich nicht hinaufkommen konnte. Da nahm sie die vielen Knöchelchen, welche sie bei sich trug, denn auch bei Wind, Sonne, Mond und Sternen hatte sie ein Süppchen gegessen und Knöchelchen mit erhalten, und machte sich ein Leiterchen daraus. Doch oh weh, ein Knöchelchen fehlte noch, und es wollte nicht halten, da schnitt sie sich schnell ein Glied ihres Fingers ab, fügte es bei und erklimmte nun rasch den Gipfel des Berges. Von oben führten viele Stufen hinab in den Berg und sie kam in einen schönen erleuchteten Saal voller Hochzeitsgäste. Auf einem Throne saß das schwarze Männlein und ihm zur Seite die böse Fee, seine Braut. Das Männlein war aber gar nicht traurig, und die Königstochter wusste wohl warum, um sich daher bemerklich zu machen, ergriff sie eine Harfe und sang: Der weiße Wolf, er warf sie ab und ließ im Wald zurück, die jüngste Königstochter. Sie ist dem Wolfe nachgereist, schnitt ab ihr Fingerglied, die jüngste Königstochter. Nun ist sie da, du kennst sie nicht, traurig singt dir dies Lied, die jüngste Königstochter. Schon bei den ersten Strophen horchte das Männlein hoch auf, als sie aber geendet, sprang er auf und lag, nun ein schöner Prinz, der freudig erstaunten Königstochter zu Füßen. Der Zauber war gelöst, denn eine Prinzessin hatte dem Männlein zulieb ihr sogar ein Glied ihres Fingers geopfert. Es war aber auch höchste Zeit, denn in wenigen Stunden wäre die Erlösungsfrist um und er zeitlebens an die böse Fee gefesselt gewesen. Der Saal samt allem war verschwunden, dafür aber sein gleichfalls vom Zauber erlöstes Gefolge um ihn versammelt.
Froh kehrte er nun mit seiner Braut auf das Schloss ihres Vaters zurück, wo sich die Trauer in höchster Freude verwandelte und eine Hochzeit gefeiert wurde, wie noch keine im Lande gewesen. Ende.